Schönen guten Tag. Also, worum geht's hier in dem Video? Tiptoy ist ein toller Spaß für Jung und Alt, tatsächlich auch für Alt, wo es darum geht, einfach interaktiv mit Medien umzugehen, und zwar mit Hilfe eines Stiftes, zum Beispiel eines solchen. So, dieser Stift funktioniert ganz einfach, man macht an, gibt es ein lustiges Geräusch und schon kann man mit diesem Stift solche Bücher zum Beispiel durcharbeiten, sodass der Stift mit einem spricht. Ganz nett eigentlich. Jetzt ist es so, mit diesem Stift, dem alten, kann man genau so Bücher benutzen. Was noch jetzt hinzugekommen ist, bei dem neuen, ist mit Player, also ein neuer Player. Ich stelle mir da sowas wie einen MP3-Player vor, sodass die Kinder im Grunde auch ihre Musik mit rumtragen können und darüber halt einfach auch Musik hören können. Wenn sie jetzt gerade nicht interaktiv mit dem Stift unterwegs sind und halt irgendwelche Dinge über irgendwelche Sachen lernen, schöne Geschichten hören, Lieder und so weiter. Ganz nett. So, ja, was kann man noch sagen? Die Packung sieht ganz stabil aus. Ich meine, wenn man weiß, was drin ist, wahrscheinlich ein Ladegerät, um dieses Ding so klein zu laden und am PC anzuschließen. Das Ganze wird auch nochmal erklärt hier. Das heißt, dass man halt interaktiv arbeiten kann, schöne Geräusche aufnehmen kann, dass das optisch funktioniert. Das heißt, dass das ein optischer Sensor ist, der läuft, dass das Ganze per Computer aus dem Internet Dinge runterladen kann, beziehungsweise dass man die da draufladen kann, dass kindgerecht ist und dass das halt mit Player-Funktion ist. Ja, ansonsten steht das, was überall steht, dass halt sowas wie ein Lernsystem ist, soll natürlich ganz toll sein. Ich persönlich halte das für so toll, wie es tatsächlich angepriesen wird, weil man noch was in der Hand hat und nicht nur so ein Handy oder so. Also von daher nur zu empfehlen. So, dann legen wir mal los. Also, das Teil eingeschweißt. Die Folie werde ich jetzt erstmal entfernen. Ich nehme dazu immer schön ein Messerchen. Warum? Weil die Verpackung kann man ja vielleicht noch benutzen. So, schon glänzt es nicht mehr ganz so schlimm. Weg damit. Okay. Also immer noch im Sichtfenster. Gut sichtbar. Jetzt machen wir mal die Klappe auf. Geht leicht auseinander, passt gut zusammen. Das zur Seite und was haben wir? Oh, sehr schön. Eine Aufstellschale. Die habe ich beim alten Stift noch nicht. Mal gucken, ob der alte reinpasst. Jo, passt da. Sehr schön. Okay, da haben wir den Tiptoy selber. Ist eingepackt, schön eingeschweißt. Machen wir gleich auf. Dazu gehört noch ein Kabel zum Verbinden mit dem Computer. Ja. Makulatur. Eine Schnellstartanleitung, Stift einschalten, anmelden, antippen, fertig. Na klar. Dann hat man noch die Anleitung für den Player. Stift einschalten, auswählen, abspielen. Play, zurück vor, Liederauswahl, Lautstärke. Na, das ist doch mal einfach. Ja, hier wird noch erklärt, wie der Manager funktioniert. Also der ist im Grunde ein Programm zur einfachen Bedienung des Downloads, wobei man auch die Dateien einfach per Browser beziehungsweise per normalem Explorer auf den Stift kriegt. Meine Güte, sind wir heute mal wieder wortgewandt. Egal. Okay, was haben wir hier? Eine Werbung. Was gibt es da alles? Ja, verschiedene Bücher, verschiedene Spiele. Na, sehr schön. Könnt ihr euch alles im Internet angucken unter www.tiptoy.de. Das lassen wir jetzt mal weg. Was haben wir noch? Eine Bedienungsanleitung vom Tiptoy selber. Okay, hier wird noch mal kurz beschrieben, die Funktionen, was da so drin ist, was man so von der Bedienungsanleitung erwartet. Sehr schön. Also nichts Digitales, sondern tatsächlich manuell. Das ist ja unglaublich. Ja, schön. Das war's. Plastik. Fertig. Ja, dann mal schnell aufgemacht das Ding. Ja, muss einfach hochschieben.
ausräumen. Und da haben wir den Tiptoy. Ja, von der Größe her wie der alte. Was ist der Unterschied? Mal gucken, kann man sehen. Die Bedienung hier oben ist ein bisschen anders. Ich versuche die mal nebeneinander zu halten. Gucken wir mal. Entschuldigung. So, also die Bedienleiste ist ein bisschen anders. Aber ich tippe drauf, dass es gleich funktioniert. Dann haben wir hier unten, oh, ist nicht ganz schwarz, ist noch ein bisschen was drüber an der Spitze. Wirkt ein bisschen hochwertiger. Und das hier, das ist schön. Die alte Ausführung hat hier bei über dem USB- und Kopfhöreranschluss so eine komische Plastikklappe, die unter Umständen nicht wirklich passt, die für die Kinder total Banane ist, wo man immer aufpassen muss, dass man halt die, ich sag mal, den Verschluss dort, kann man ihn erkennen, richtig dreht, damit der kleine Pinösel da reinpasst und der halt in den USB-Port und so, und dann steht es meistens so ab. Total doof. Stört nicht wirklich, aber manche schon. Hier aber bei dem bei der MP3-Player-Version haben wir ein bisschen was anderes, und zwar einen schönen Verschlussschieber für die USB, für den USB-Anschluss, den Mini-USB-Anschluss, die Buchse für den Kopfhörer. Was das ist, das weiß ich noch nicht so genau, wofür das wohl da ist. Das werden wir sehen. Ist das der Umschalter? Ah, mal gucken. Und hier ist noch ganz interessant, dort, so, kriegt man das scharf, ich versuche das mal. Na, scharf, scharf, scharf. Naja, egal. Also, da ist ein kleiner Metallstab, mit dem man zum Beispiel ein Band dort befestigen kann, um sich den halt schön baumelnd irgendwo hinzuhängen. Hat man das nicht, kann man sich den tatsächlich schick hinstellen. Ja, das ist der Review zum Tiptoy. Wofür der Schalter ist, kann man in der Bedienungsanleitung nachschauen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich ein Switch ist, um die Funktion des Players mit der Funktion des Spaß interaktiven Stifts zum Nutzen der Bücher etc. umzuschalten. Aber wie gesagt, Bedienungsanleitung lesen, das mache ich jetzt nicht. Und dann ist das gut. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, war informativ, und sonst ein Like ist immer nett, Followen kennt ihr ja, auch total nett. Ansonsten viel Spaß damit, ganz ordentlich eingepackt, sieht solide aus, ist eine verbesserte Version, nur zu empfehlen. Alles klar, bis dahin, bye bye.